Wer jetzt aus dem Fenster schaut, sieht es ganz deutlich. Der Herbst ist auch bei uns angekommen. Mit bunten Blättern an den Bäumen zeigt sich dieser von seiner besten Seite, auch wenn die Temperaturen nicht gerade zum Rausgehen einladen. Doch das störte die großen und die kleinen Gäste der Kinder- und Jugendfarm überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, hier wurde vor allem ein ganz bestimmtes Herbstobst zelebriert. Ja, also wir haben heute ganz spezifisch uns auf den Apfel konzentriert. Wir haben hier in diesem Raum, bekommen die Kinder tolle Apfelgeschichten erzählt, können sich ein kleines bisschen zurückziehen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Kinder heute einen Wettbewerb machen, also wer die größte Apfelschale schält. Die Kinder können Apfelmus in der Lehrküche machen, Apfelmännchen backen. Sie dürfen auch selbst Apfelsaft pressen. Und es sind draußen Fachkräfte vor Ort, die zeigen, wie ein Apfelbaum richtig verschnitten wird, so dass ich denke, dass für alle hier etwas dabei ist, dass jeder sich da etwas auch erlernen kann, aber dass er auch Freude und Spaß heute hat hier auf der Kinder- und Jugendfarm. An jeder einzelnen Station konnte man also etwas Spannendes über den Apfel erfahren oder eben auch selbst mal Hand anlegen. Doch nicht nur das Obst macht den Herbst zu etwas ganz Besonderem. Im Laub springe. Dass man, wenn unten so eine Blätter so viel liegen und dass man dann so rascheln kann. Die bunten Blätter und dass man Kastanien sammeln kann und Pilze. Und ja, dass die Tiere sich auch freuen über die Ernte, über die Äpfel zum Beispiel. Und ja, die bunten Blätter. Das viele Obst. Dass die Blätter schön bunt sind und dass wir Kastanien sammeln können. Die Blätter zu fegen. Die bunten Blätter, dass man mit dem Herbstzeug basteln kann und dass man Pilze sammeln kann. Darum hat dieser spezielle Herbsttag perfekt gepasst, um sich auf der Kinder- und Jugendfarm in die richtige Jahreszeitstimmung verzaubern zu lassen. Nicht nur die regelmäßigen Aktionen dort sind immer etwas ganz Besonderes, auch die Farm an sich ist einzigartig in Hoyerswerda. Sie ist nämlich ein sogenannter Archehof. Ja, also Archehof bedeutet, bei uns sind Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Wir arbeiten diesbezüglich mit der GEH zusammen, das heißt, das ist die Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen. Und diese Gesellschaft hilft uns mit, dass wir unseren Tierbestand erhalten können und zum einen auch vermehren können und dass wir auch in dem Pool drin sind, wo man sich gegenseitig Tiere austauscht. Also wenn wir von einer Rasse mal etwas mehr haben, dann können wir das an den anderen austauschen und wir bekommen dafür von einer anderen Rasse wieder diese Tiere. Und das hilft uns natürlich auch für die Schüler, für den Projektunterricht, für die Freizeitangebote am Nachmittag, weil das ja auch für die sehr, sehr interessant ist. Auch wenn sich hier auf der Anlage zurzeit noch alles auf die bunte Jahreszeit konzentriert, kann man ja trotzdem schon mal einen Blick in die nahe Zukunft wagen. Schließlich ist der Winter nicht weit entfernt und die ersten Schneeflocken werden sicher auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, also wir haben ganz viele Pläne. Wir fangen nach den Ferien wieder an, unser Krippenspiel zu lernen, wo wir dann dieses Jahr auch schon wieder auf mehrere Auftrittstermine haben. Wir werden gemeinsam mit den Kindern in der Holzwerkstatt basteln und werkeln, die Farm dazu spezifisch ausgestalten. Und wir werden auch dieses Jahr unsere Krippe, die wir ja vor 2 Jahren ganz neu aufgestellt haben und es ja hier schon Tradition geworden ist, dass wir jedes Jahr neue Figuren dort hinzufügen. Und das wollen wir auch in diesem Jahr wieder tun. Und das werden unsere Farmkinder gemeinsam mit Fachkräften in der Holzwerkstatt selbst herstellen. Und wir werden das dann auch gemeinsam mit den Kindern hier aufbauen. Genießen wir nun erstmal das Hier und Jetzt und nehmen alle Eindrücke des schönen Herbstes auf. Übrigens, liebe Zuschauer, ein Blick auf die Kinder- und Jugendfarm lohnt sich auf alle Fälle. Also schauen Sie doch auch mal mit Ihren Steppkes hier vorbei.